Gegen die haben Zivilisten einfach keine Chance. Wie üblich habe ich schon was Neues für dich. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Das ganze Zeug weg. Haben wir jetzt noch irgendwas, was wir dringend loswerden müssen? Ich glaube nicht. Hier haben wir nur unsere geliebten Sachen. Das ist alles, was wir ausgerüstet haben. Aber was wir jetzt mal schauen, wir haben doch eine Rüstungswerkbank irgendwo, oder? Abgesehen davon. Ja. Danke. Nein, Energie eigentlich nicht. Strukturen, Möbel, Dekoration, Energie. Käfige. Hübsch. Muss aber nicht sein. Radar Functional Displays, ja. Neonzeichen, ja, okay. Nee. Gut. Dankeschön. Gibt's nicht. Sehr schön. Waffenwerkbank. Aber wir haben doch auch, genau, eine Rüstungswerkbank. Okay, das ist eh der ganz normale Schrott. Um 25, 21, das ist eh so ziemlich meine beste Rüstung. Können wir hier Standard verschweißt, Leichtbau, Taschen. Ah, sie ist versteift, okay. Das würde das Gewicht reduzieren. Und das ist, und den Wert. Aber dafür hätte ich Taschen. Okay. Wenn wir das so machen, lass mal kurz ins Inventar gucken. Dann haben wir, wie viel Inventar? 5 mehr, okay. Können wir damit irgendwas machen? Nein. Die haben wir jetzt schon mit Taschen. Wenn wir hier... Was bringt gedämpft? Senkt Wahrscheinlichkeit beim Bewegen entdeckt zu werden. Okay. Ja. Danke. Machen wir es mal so, wo noch nichts drauf ist, packen wir mal die Taschen drauf. Ja. Danke. Und ich nehme an, beim Ring können wir keine Taschen drauf machen. Das hätte mich auch stark gewundert. Gut. Dann wollen wir nochmal gucken, ob wir mit unseren Waffen was machen können. Die ist Notfall. Das Scharfschützengewehr. Verschluss. Wie schaut's denn hier aus? Nein. Feuerrate, nee. Ist schon ziemlich das Beste. Der Lauf ist verlängert, bringt mehr Präzision, oder? Ja. Und massiv mehr Reichweite. Okay. Kolben passt auch. Magazin. Ja, das könnte... Durchaus erhöht Magazinkapazität, verringerte Nachladegeschwindigkeit. Merke ich jetzt nichts. Schnelllademagazin. Sehe ich das gerade nicht? Standardmagazin. Ja, ich weiß, Level Up. Großes Magazin, mittleres Schnelllademagazin. Benötigt Waffenfreak 2. Und genau das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt können wir mal gucken mit unserem Level Up bei Waffenfreak. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Reflektierst du wie ein Spiegel, du hast sofort 10 Energieresistenz, okay. Rüstmeister, dann müsste hier der Waffenfreak sein. Ja. Okay. Dann kommen wir zumindest mal auf Level 1. Und mit dem nächsten können wir dann Level 2 machen. Aber nichtsdestotrotz können wir jetzt hier mal schauen. Nein, Kolben hatten wir schon.
unterlegene Magazinkapazität, unterlegene Nachladegeschwindigkeit. Ich glaube, das mittlere wär okay. Ich würde nämlich dann gern Richtung mittleres Schnelllademagazin gehen. Ich denke, das ist eine gute Kurzreichweiten-Zielfernrohr? Nein. Was haben wir hier? Ein Bajonett? Nein. Gut, unser handgemachter Revolver. Also es wow. Gibt da Nachrichten. Also mehr wow. Da kann man ja noch jede Menge rausholen. Wir haben jetzt Short Light Barrel. Was hätten wir hier? Weniger Präzision. Massiv weniger Reichweite. Okay, nein. No Barrel. Ja. Ich find's cool, dass der Schaden massiv nach oben geht, aber die Reichweite ist halt süß. Mit dem Long Barrel. Long Light Barrel. Ist ein bisschen schwerer, aber kriegen wir nochmal massiv Reichweite dazu. Und hier hätten wir die Präzision wieder kompensiert. Wisst ihr was? Das machen wir. Okay, der hat eh schon den upgegradeten. No Scope. Medium Scope Diesel. Nein. Reflex könnte ich mir einreden lassen, aber in dem Fall. Kompensator wäre schön. Da fehlen mir Schrauben. Wow. Ich muss halt echt Markierung versuche. Okay. Nein, nicht verlassen. Ach so, wir haben einen 38er und einen 45er. Auch den würde ich vielleicht. Okay, den können wir noch nicht. Ist das mein Können oder? Nein, uns fehlen die Schrauben. Ich glaube, dann brauchen wir auch nicht mehr viel Schaum. Ja. Fehlen uns überall die Schrauben und zwar massiv. Genau. Ja. Hier könnten wir noch. Aber. Nö, das bringt nichts. Okay. Dann haben wir wirklich mal Waffen gebastelt. Wie sieht denn jetzt... Wow. Ist halt schon ein bisschen... Hoppla, sorry. Mein Fehler. Ist halt schon ein bisschen anderer Lauf. Aber warte mal, wir sollen doch bei 748 Missionen mit Herrn Garvey sprechen. Mal ein bisschen Licht machen hier in der Bude. Ach so, das ist die Markierung für die Siedlung. Ich bin auch ein Äumelchen. Daten, Aufgaben, genau. Sprich mit Preston Garvey. Da hinten. Schon wieder unser Titellied. Preston? Wisst ihr was, wenn wir schon hier sind? Oh, Preston schläft, deswegen. Was bist denn du für ein Minuteman? Ich bin entsetzt. Meinst machen wir du, mal ein bisschen wir Licht. Sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Nein. Sind wir sicher nicht, aber wenn wir uns schon unterhalten, machen wir mal kurz leise. Ich habe die Supermutanten erledigt. Die Siedler waren sehr erleichtert. Ich habe die Supermutanten erledigt. Die Siedler waren sehr erleichtert, dass sie sich jetzt keine Sorgen mehr um sie machen müssen. Oh mein Gott. Supermutanten. Gegen die haben Zivilisten einfach keine Chance. Wie üblich habe ich schon was Neues für dich. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Ja, was hat er markiert? Nordhagen Beach. Yippie. Okay, dann wollen wir mal Radio wieder an.
Und dann geht's zu Hubris Comics. Ja. Na, nix wie hin mit uns. Nix wie hin mit uns. Oh, Sonne, wie herrlich. Ich nehme an, da drinnen wartet jemand oder etwas auf uns. Also gehen wir ein bisschen vorsichtiger rein, oder? Also vorsichtig im Sinne von mit gezogener Waffe. Mistvieh. Ja. Jetzt ist alles aufmerksam auf uns. Okay, damit wissen wir auch, was auf uns wartet. Und das heißt für mich, Hilfsmittel Radex. Danke. Na, wo bist du denn? Au. Alter, das tut weh. Ernsthaft? Oh. Rums. Au. Lass das. Böser Ghoul. Und? Danke. Puh, das wird noch anstrengend, wenn das so weitergeht. Ach du Schande, ich hätte gesagt, ja, Licht aus, können wir uns schenken. Wir räumen hier erstmal auf, bevor wir auf Loot-Tour gehen. Ich habe den Comic am Tresen gesehen, keine Angst. Wow. Fast. Aber jetzt. Cool. Wow, Panzer brechen. Nett. Ich glaube, ich habe eine neue Lieblings 10mm. Dann gucken wir mal. Ja, wusste ich's doch. Fast noch geschreckt. Dummer Ghoul. Louis Jordan. Wer liebt ihn nicht? Habe ich recht? Dieses Auf- und Niederhüpfen von den dummen Dingern immer. Checklist the Moon Monkey. Na, holla die Waldfee. Ja, jetzt ist Hochsaison. Im Eissalon. Hallo? Chili Kaki. Und? Weg. Die Dinger hüpfen halt auch durch die Gegend wie von der Tarantel gestochen. Und tschüss. Nee, nicht noch einer. Das muss doch nicht. Kann ich mal nachladen? Danke. Aber wohl nicht, also wohl gut für Sie. Hallo? Ist da draußen eine Pistol Packin' Mama? Jemand zu Hause? Ja! Definitiv. Wow, hier wimmelt's ja nur so von Ghoulen. Nein. Wo bist du? Alter! Fall um, bitte! Da war irgendwas. Ich glaube nicht, dass sie was bringt, aber ich nehme sie halt mit. Das hat immerhin wehgetan. Ach, hier knallen sie wieder runter. Es regnet Ghule.
bei 4 Stück. Ich pfeife mir noch einen Red X rein. Experte sollte uns nicht dauerhaft aufhalten, hoffe ich. Natürlich. Ja, hat schon viel Gutes. Hier so. Noch nicht ganz. Eher so. Ja. Ja. Sag ich doch. Ernsthaft? Die misst Viecher auch noch? Nee. Hier lang. Klopf, klopf. Au. Au, 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 au. Du kleiner Mistghoul. Du kannst mir nicht erzählen, dass du mit einer Schrotflinte aus einem halben Meter Entfernung auf ein Ziel vor dir daneben schießen kannst. Ich meine, ich schaffe alles, aber... So. Hallo? Upa-pa-pa-pa! Madame, etwas Abstand bitte. Danke. Okay, das lasse ich mir jetzt einreden. Jetzt steht sie natürlich genau in der Wand. Aber hat trotzdem gesessen. Danke. Nö, nö, du. Tür zu. Wow. Alter, du willst mich doch. Nein, ich will den leuchtenden. Nein. Ernsthaft? Alter Verwalter. Ich weiß. Ich wusste, dass das Loch kommt. Ich wollte jetzt nur mal weg. Im ersten Schritt. Wuhu. Holla die Waldfee. Ich bin zu jung zum Sterben. Wow. Der Leuchtende gibt ordentlich Gas. Wo seid ihr jetzt, Kinders? Oh. Gibst du mir bitte den Leuchtenden jetzt? Aber jetzt, bitte, nö. Alter Verwalter. Und ab in den Popo. Hui, hui, hui. Wie bist du da runtergekommen, mein Freund? Wow. Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber endgültig. Kleines Mistding. Ich glaube, er ist tot. Das sieht gut aus. Ich habe gerade keine Ahnung mehr, wo ich bin, aber... Egal, ich will einfach von oben anfangen. Ach, hier sind wir. Okay. Passt. Vielleicht würde es sich anbieten, mal zu speichern. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir's. Huh, war das heftig. Ja. Relax wirkt nicht mehr. Ist okay. Soll mir recht sein. Studiosteuerungsterminal. Audiosteuerung. Rauschtestmuster. Warte mal. Wenn das so ist, würde ich aber erstmal ein Radio ausschalten, bevor wir das machen. Rauschtestmuster. Okay. Okay.
Videosteuerung. Okay, Kameras sind alle weg. Maximale Helligkeit. Okay. Kommunikationstest. Okay, aus. Danke. Okay, kein Text soweit. Vielleicht mit... Ja, ja. Vielleicht mit Staubwedel. Nee. Die Schreibtischlampe kann ich nicht nehmen. Die Sessel will ich nicht nehmen. Eventuell hätten wir... Da kann man nichts mehr drücken. Mit den Scheinwerfern was machen können. Oh. Silver Submachine Gun Prop. Na also. Na also? Okay, haben wir die gesucht? War mir jetzt nicht bewusst. Aber man lernt nie aus. Handschellen. Kann man immer mal brauchen, oder? ansonsten, ja, okay. Silbershroud-Kostüm. Okay. Würde mich nicht wundern, wenn wir das später noch brauchen. Aber werden wir sehen. Werden wir sehen. Was haben wir denn hier? Zigaretten. Noch mehr Zigaretten. Die bringen immer gutes Geld, haben wir gesagt. Pocket Watch. Ansonsten hier eher so, ne, hier. Nein, die wollte ich nicht. Right away, sehr schön. Schrotpatron, Todeskrallenhaut. Mit Leuchtvisier. Garderobe mit Klo, toll. Einsteiger sollte hoffentlich so aufgehen. Alter, ich mache die Expertenschlösser der Reihe nach auf und beim Einsteiger zerbröselt's mir denn. Das wär's. Ja, nein, ja, ja. Den kann man immer mal gebrauchen. Eventuell. Medics und Bingo. Unglaublich überwältigende Geschichte. Du verursachst 5% Schaden mit dem Alien Blaster. Okay. Okay, verbrannter Comic. Nee. Kaputte Lampe, Kleiderbügel. Nee, danke. Hier haben wir nix. Silberteller, abgenutztes Klemmbrett. Nee, nicht so. Grognack-Kostüm. Ausgezeichnet. Cool. Buff-Out. Pompadour-Bag. Sunglasses. I wear my sunglasses at night. Ich glaube, hier herum, knarzen hin oder her, haben wir jetzt erstmal alles. Dann dieses Stockwerk. Ja. Hier haben wir eine Kamera. Nein. Wow. Ja, das kann man immer brauchen. Was haben wir hier? Nix. Okay. Mikroskop und Zigarette. Okidoke. Produzententerminal. 14.10.2077. Nehme ich mal an. Von Evans Richelli an Aaron Babowski. Betreff, Claire kann nicht warten. Ich habe versucht, sie hinzuhalten, aber hier überschlagen sich die Ereignisse. Ihr Agent war mit Maxwell zum Dinner im Derby verabredet. Nicht gut. Claire ist immer noch mit dabei. Sie liebt das Outfit ganz besonders. Du hast die Bilder gesehen, oder? Wow. Also ist es mir egal, was dort drüben los ist. Sie muss unterschreiben, bevor wir sie an die Wisemans verlieren. Oder jemand anderen. Wir haben uns den Vertrag von Hopkins angesehen, der ist absolut wasserdicht. Da kommt sie nur raus, wenn sie freiwillig geht. Ihr Partner hat seine Rechte an Hubris abgetreten, aber sie hat ihre Rechte nach wie vor. Wenn sie auch nur auf die Idee kommt, zu einem Anwalt zu gehen, musst du deinen ganzen Charme spielen lassen, Babo. Stell dir mal vor, wir bräuchten ihre Erlaubnis.